黑板上高挂乌克兰国旗，老师用乌克兰语授课，战乱中得来不易的学习机会，孩子们格外珍惜。They don't afraid because they realize that here is Ukrainian children, Ukrainian teachers, so they feel comfortable here.这里是奥地利首都维也纳，俄乌战争爆发后，大量难民涌入，当地职工发起周六学校计划，为18岁以下的孩子提供课程，从地理、化学到文学，统统用乌克兰语上课。Also, ich unterstütze natürlich möglichst mit Informationen, was gerade passiert und wie die Situation ist. Und manche, also sprechen schon wie Erwachsene, also sie haben eigene Meinungen über den Krieg.本该无忧的童年被迫一夕长大，教与学之间该如何拿捏，成了老师们的最大难题。Hat mit wem können wir bis mehr studieren lernen? Mit wem müssen wir mehr quasi spielen und hören emotional, was Kinder brauchen?暴增的学生数量也是一大考验。战争爆发后，新增40000人申请居留，周六学校的学生数也因此翻倍。Im Grunde genommen war diese Schule über Jahre hinweg de facto auf 250, 300 Schüler ausgerichtet, die wir vor dem Krieg auch hier hatten. Und als der russische Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist vor 4 Wochen, 统筹人希望把每班人数控制在30人以下，确保教学品质，但也不愿拒收多余学生，因为深知教育不能等。尽管各项条件并不完美，传授知识的脚步依然不停歇。大新闻黄静婷编译。